Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um alle EP-Münzen von Woche 8. Ich zeige euch die grünen, blauen, violetten und vor allem die letzte, und zwar die goldene. Fangen wir direkt mit der ersten Location und mit der ersten grünen Münze an. Und zwar findet ihr das bei Weeping Woods, genau hier auf der Karte, wo ich gerade bin. Neben dem Hügel, ganz genau hier zwischen den Steinen und dem Baumstamm, sammelt es ein und dann habt ihr noch drei weitere grüne einzusammeln. So Leute, die nächste grüne EP-Münze findet ihr hier bei Salty Towers, genau hier auf der Karte. Bei dieser Location geht ihr einmal hier rein und vor der Tür ist dann die zweite grüne Münze. Jetzt geht's ab zu Risky Reels, denn dort ist die dritte grüne. So, die nächste Münze und somit die vorletzte grüne ist hier in Risky Reels, wie gesagt, genau hier auf der Karte. Bei der Leinwand oder hinter der Leinwand geht ihr einmal hier hin, zweite Treppe, sage ich mal so, sammelt es ein und jetzt geht's ab zur letzten grünen. So, und die letzte und somit vierte grüne EP-Münze ist bei den jeweiligen Jägern, und zwar bei Hunter's Haven, bei Predator's Apartment. Geht einmal dahin, und zwar unter dem Apartment findet ihr die letzte Münze, wenn ich mal dahin gehen würde und nicht zu lost wäre. Geht einmal dahin und so sammelt ihr auch wieder mal 5000 EP ein, was ihr schon mal ordentlich im Battle Pass boosten wird. So, Freunde, die nächste Münze ist bei Schiffbruch Bucht. Komischer Name. Ganz unten auf der Karte unter Katie Corner und in der Nähe von Camp Cotsburg, wo Bunker Jonesy ist. Genau hier, wo ich gerade bin, geht ihr einmal ins Wasser, schwimmt dahin und somit habt ihr auch die erste von drei blauen Münzen eingesammelt. Ab geht zum Kanosee, denn dort ist natürlich die nächste blaue EP-Münze. Die zweite blaue Münze ist hier, wie gesagt, beim Kanosee. Da seht ihr es schon zwischen den Angelstellen und in der Nähe von dem Angelroutenfass. Geht einmal dahin, beziehungsweise schwimmt dahin. Genau hier auf der Karte sammelt es ein. Und jetzt geht's ab zur letzten. So, kommen wir zu der dritten blauen EP-Münze. Und zwar findet ihr das beim Elendsviertel links neben Slurpee Swamp. Zu der Map komme ich gleich nochmal, beziehungsweise zu der Mini-Map komme ich gleich nochmal. Und zwar da vorne seht ihr schon die blaue EP-Münze. Das war ja auch das alte The Rick in Season 2. Geht einmal dahin, beziehungsweise schwimmt wieder mal. Ich denke mal, auch im Laufe der Season werden die blauen EP-Münzen auch meistens im Wasser sein oder hauptsächlich im Wasser sein. Und das ist dann genau hier auf der Karte, fast vergessen. Wie gesagt, links neben Slurpee Swamp und in der Nähe vom Elendsviertel. Jetzt kommen wir zu den violetten EP-Münzen, und zwar findet ihr die erste bei Slurpee Swamp oder hier in der Nähe davon. Baut es, wie gesagt, ein, und das ist dann genau hier auf der Minimap. Geht dahin und, wie gesagt, erstmal einbauen, damit euch die kleinen EP-Münzen nicht wegfliegen. So, erstmal einsammeln und 10.000. Achso, genau jetzt. Okay, jetzt habe ich die auch, die letzte. Dann bekommt ihr auch natürlich, wie in jeder Season, 10.300 EP. Die letzte und zweite violette EP-Mütze ist hier bei der Eisernen Farm, beziehungsweise beim Eisernen Farmer. Und zwar muss ich das selber jetzt erstmal suchen. Und zwar genau hier bei diesem Feld. Da vorne gibt es ja, also es gibt ja insgesamt bei dieser Farm zwei Maisfelder. Und zwar bei dem ersten, also beziehungsweise bei dem linken oder bei dem überen von der Eisernen Farm, von der Minimap aus, ist dann hier dazwischen die zweite, beziehungsweise somit die letzte violette EP-Münze von dieser Woche. Sammelt es ein, baut euch wieder ein, beziehungsweise zu, und dann könnt ihr in einem Zug wieder mal die kleinen EP-Münzen von der großen einsammeln. Aber jetzt geht's ab zu den letzten EP-Münzen, beziehungsweise zu der ersten goldenen von dieser Woche. Und zwar die letzte Münze ist dann hier beim Helikopter bei Stealthy Stronghold. Ich habe es jetzt nochmal eingesammelt, bevor ich gestorben bin. Genau hier auf der Karte, wo vor allem jetzt der Predator ist, und deswegen ist ja auch die letzte Münze hier oben beim, wie gesagt, beim Chopper-Absturz, beziehungsweise beim Orientierungspunkt Helikopter-Absturz oder so heißt der, findet ihr die letzte und die erste goldene Münze von dieser Woche. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ihr konntet alle Locations jetzt sehen, und ich hoffe, ihr könnt auch jetzt diese ganzen oder alle EP-Münzen von dieser Woche schnell wie möglich, so schnell wie möglich einsammeln. Haut rein, abonniert nicht vergessen, und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und bis bald.